Das Spannende ist, wenn der Computer abstürzt, ist der Computer so programmiert, oder anders gesagt, er ist smart genug, um zu begreifen, wenn du ihn nach einem Absturz wieder hochfährst, was macht er dann? Er öffnet jenes Fenster, das dich fragt, ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Möchten Sie im abgesicherten Modus neu starten? Was ist der sichere Modus? Im sicheren Modus schaltet der Computer alle Hintergrundaktionen aus und fährt mit den Minimalfunktionen hoch, die nötig sind, damit du die Diagnose starten kannst, um herauszufinden, was zum Absturz geführt hat. Ebenso verhält sich der Mensch nach einem Absturz. Nur du kannst dir diese Frage stellen. Du sagst, ich drücke diese Taste, Salah, aber nichts passiert. Es reagiert nicht. Ich sage zu mir, ich sollte den Koran rezitieren, aber es reagiert nicht. Ich sage zu mir, ich sollte regelmäßig in die Moschee gehen. Ich sollte mit meinen Eltern anders verfahren, aber ich reagiere nicht. Das bedeutet, du musst das System herunterfahren und im sicheren Modus neu starten. Wann ist der sichere Modus? Der sichere Modus ist im Ramadan. Das ist der beste Zeitpunkt. Du kannst das jederzeit außerhalb des Ramadan tun. Aber der beste Zeitpunkt, um dein System im sicheren Modus neu zu starten, ist im Ramadan. Manche Menschen wachen eines Morgens auf und sagen, ich habe die Nase gestrichen voll. Ich bin es leid, unglücklich zu sein. Ich habe es satt, all diese Dinge tun zu müssen. Heute werde ich nicht beten. Du musst verstehen, dass das Gebet dich davon abhält, schlechte Dinge zu tun. Und wenn man jetzt denkt, ich bete und mache trotzdem solche Sachen, dann musst du verstehen, dass du ohne das Gebet noch viel schlimmer dran wärst. Das sind Gedanken von Kufr. Diese Gedanken sind heute im Kommen. Und das gehört zu den Zeichen, dass wir in gefährlichen Zeiten leben. Dass ein Mensch überhaupt daran zu denken wagt, ab heute werde ich nicht mehr beten. Tag ein, Tag aus essen wir von der Gnade Allahs. Tag ein, Tag aus schlafen wir durch die Gnade Allahs. Tag ein, Tag aus existieren wir wegen der Gnade Allahs. Und jemand wagt es, sich hinzustellen und zu sagen, ich werde nicht mehr beten, ich habe es satt. Aber es geschieht. Und nicht nur das, es ist weit verbreitet. Wir müssen etwas aus unserer Zeit lernen und diese Diagnose durchlaufen. Und wenn wir diese Diagnose durchlaufen, haben wir die Garantie, dass wir wieder normal werden. Es ist denkbar einfach. Sobald die Computertechniker einmal festgestellt haben, die Herausforderung bei einem Computer liegt nicht darin, das Problem zu lösen. Die Herausforderung liegt darin, herauszufinden, wodurch das Problem auftaucht. Hat man erst einmal erkannt, dass es am Speicher liegt, kann man den Chip einfach austauschen und alles läuft wieder. Das Schwerste war, herauszufinden, dass der Speicher schadhaft war, dass dieser Chip beschädigt war oder jene Software einen Schaden hatte. Die Diagnostik ist der anstrengende Part. Die Behandlung ist der einfachere Schritt. Dann musst du lediglich sagen, Ja Allah, ich habe diesen Mangel bei mir entdeckt. Ja Allah, ich bin nicht in der Lage, diesen Mangel ohne deine Hilfe zu beseitigen. Ja Allah, ich bitte dich, wie du mich den Mangel hast erkennen lassen, lass mich auch seine Behandlung erkennen. Ganz einfach.